So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Es ist wieder Samyang Sunday, also bei mir ist eigentlich Montag, aber ich nehme das schon mal auf für den Samyang Sunday, denn ich habe ein ganzes Samyang-Regal noch hinter mir stehen, habe irgendeine eine Sorte gesehen, eine neue Sorte, die wurde auf TikTok mal gepostet, mir wurde ein Screen geschickt, ich habe ja keinen TikTok, habe mir die dann besorgt, war wieder mal teuer und plötzlich kommt die nächste Sorte auf TikTok und ich dachte mir, hä, was ist das denn? Da wird schon wieder was getestet, kennst du nicht, hast du nicht, wirst du wieder nicht rankommen. Und plötzlich sehe ich eine Werbeanzeige im Internet bei Google genau mit dieser Sorte. Und es ist sogar eine Seite hier aus Deutschland gewesen dann, die in ihrem Shop diese Sorte vertreibt. Mega günstig für gerade mal 1 Euro noch was. Das Päckchen, ich habe mir jetzt gleich 5 Päckchen bestellt, also 5 Einzeltütchen, 5 Euro Versand und das ist richtig stark. Ich habe das Paket jetzt hier, das kommt nämlich von Mao Mao, Mao Mao Asian Groceries Made Easy. Dieses Paket wurde wiederverwendet, um die Umwelt zu schützen. This is my second life as a cardboard box. So, das sieht dann so aus. Ihr habt hier so einen super genialen Karton mit einer Katze drauf, mit einer Winkelkatze. Und hier habt ihr ja Duck Flavor. Also das ist ein Karton, wo eigentlich was drin war und der jetzt eben als Versandbox genutzt wird. Hä, so mache ich es doch auch mit meinen WrestleCrate UK Sachen. Dann wenn ich das auspacke, habe ich hier auch die Rechnung nochmal. Ihr seht hier oben das Logo nochmal, Mao Mao mit der Katze. Und die Sorte, um die es sich hier handelt, ist Samyang Instant Nudeln Bulldog, also Samyang Bulldog, Korean Fried Chicken, süß und scharf. Koreanisch, frittiertes Hähnchen, süß und scharf. Also scharf ist ja immer, Hähnchengeschmack ist ja auch eigentlich immer, aber das ist jetzt süß scharf. Hier ist noch ein 5 Euro Gutschein dabei, sehe ich gerade. Hier ist noch irgendwie ein Gesicht, was freundlich guckt. Asian Groceries, hier ist also nochmal Werbung. Das ist auch schön gemacht, also die geben sich wirklich Mühe. Und es war günstig. Mao, Mao, wenn ihr da mal auf die Seite schauen wollt, könnt ihr das tun. Hier haben wir jetzt die Sorte drin. Ihr werdet sagen, das sind doch aber nur noch 4 Päckchen. Ja, weil die Shenaya war ja da am Wochenende und die kennt die Sorte nicht. Und da habe ich ihr einfach direkt mal ein Päckchen mitgegeben. So sehen die nämlich jetzt aus. Das ist eine dunkel-lilane Metallic-Packung. Da ist das Hühnchen drauf mit einem Bulldog-Eimer in der Hand. Und in dem Bulldog-Eimer sind Hähnchenkeulen. Eine hat es in der Hand. Die größte, die fetteste, die brutalste. Ihr habt wieder den Samyang-Schriftzug hier oben, der ein bisschen anders aussieht. Sonst ist das ja in so einer eher geschnörkelten Schrift, richtig stylisch. Der ist jetzt irgendwie eckig und kantig. Dann steht wieder alles koreanisch drauf. Aber wir wissen ja, was es für eine Sorte ist. Hinten die Zubereitung ist leider zugeklebt, aber wir haben einen Sticker nochmal mit Zutaten auf Deutsch. Und eine Beschriftung Samyang Hot Chicken Korean Style Sweet and Spicy Imported by Mao Mao Technologies GmbH in Berlin. Das kommt also aus Berlin, das ist cool. Ansonsten kannst du auf samyangfoods.com den Made in South Korea. Ich weiß also nicht, wie man die eigentlich zubereitet. Ich möchte sie aber so zubereiten, wie ich die Sachen in letzter Zeit immer zubereite. Oder beziehungsweise so, wie es mir schmeckt. Erstmal machen wir aber das Tütchen auf. Die Tüte geht gar nicht auf. Nehmen mal die andere Seite. Machen mal das Tütchen hier auf. Wir sehen schon, wir haben hier ein Päckchen Soße drin. Das ist ja wichtig. Da muss immer scharfe Soße drin sein. Und dann sind da auch immer mal Flakes drin oder irgendwas. Hier kann ich schon durch die Tüte durchgucken. Es sieht aus wieder wie Sesam und Algen, also wie bei den ganz normalen auch. Bei den letzten Jalapeno Cheese war sogar ein drittes Tütchen mit drin. Hier habe ich traditionell aber 2 Tüten. Das heißt, der Geschmack wird hauptsächlich durch die Soße kommen, dass das nicht die normale Samyang Bulldog Soße ist, sondern dass das eben eine süßliche, süß-sauer, süß-scharfe Note irgendwie mit drin hat. Das ist das Nudelnetz, das kommt jetzt ab in den Topf. Die Nudeln mache ich mir jetzt weich auf den Teller und packe das einfach direkt dann auf die Nudeln drauf, die ich vorher abgieße, damit ich keine Suppe habe, sondern eine richtig schöne Nudelmahlzeit. Ab in den Topf, Nudeln weich.
So, die Nudeln sind jetzt fertig. Ich habe wieder die Nudeln im Topf, im Wasser, mit dem Wasserkocher, kurz übergossen, 500 Milliliter, eine Portion. Habe das dann hier abgegossen im Nudelnetz. Habe jetzt hier mein Nudelnetz, also mein Nudelsieb. Pack mir jetzt die fast weichen Nudeln auf meinen Teller. Die sind nicht schleimig, die sind nicht weich, die sind nicht schmierig, die sind auch richtig fett, denn so mag ich die am liebsten, wenn die Nudeln schön fett sind, ja? Jetzt nehmen wir uns als nächstes natürlich die Soße, die Korean Fried Chicken Sweet and Spicy Soße. Wir machen das mal auf. Ich bin mal gespannt, wenn das gut schmeckt. Kann man ja auch öfters mal bei Mao Mao bestellen. Und das Ding ist auch haltbar, das kenne ich ja gar nicht mehr hier. Nee, ist es ja gar nicht. 11.03.24. Ist halt einfach immer alles abgelaufen, egal wo du bestellst. Das ist auf jeden Fall nicht schwarz und pflaumenmusig. Das ist etwas flüssiger, denn ihr seht, das läuft ja richtig raus. Das andere muss man immer rausdrücken aus der Tüte, dass das darüber geht. Aber das heißt, es haftet schöner dann an den Nudeln, macht die Nudeln richtig schön so sieht, wie ich immer sage. Super Begriff. Ach, den muss ich mir gleich ausdrucken und aufs T-Shirt kleben. Meine Nudel ist so sieht, ne? Das klingt wieder richtig stark. Drück mal den Rest noch hier raus. Obwohl, das brauche ich ja noch hier. Das brauche ich ja noch für das Thumbnail. Jetzt kann man erstmal jetzt die Soße mit den Nudeln ein bisschen rummachen, dass die Nudeln alle jetzt braun werden. Am besten so, dass wir keine weißen Nudeln mehr sehen. Ich merke, es riecht auch schon irgendwie süß. Es ist auf jeden Fall ein betörender Geruch gerade in der Luft, der von den Nudeln ausgeströmt wird. Es ist also wieder komplett anders als alle Samyang Bulldog-Nudeln, die wir kennen. Erinnert ein bisschen an diese koreanische Black Bean Sauce bei den Ya Yang Samyang. Nur, dass sie halt richtig schwarz war. Und ein bisschen so, also so Sojasauce war. Das jetzt hat irgendwie was Ähnliches, aber ist trotzdem nochmal davon entfernt. Geht in irgendeine Richtung, die wir noch nicht hatten. Und bei den anderen ist ja auch nicht dieses Tütchen dabei mit den Flakes. Oh, gleich fliegt alles weg. Ne, es ging. Es ging noch, so weit ist es nicht geflogen. Das streuseln wir jetzt hier noch drauf, damit das richtig schön aussieht. So, eigentlich hätte man davon jetzt ein Bild machen müssen, von dem Teller, gerade wenn die Algen und der Sesam da drauf ist. Bäm. Jetzt habe ich natürlich das schon hochgeladen in der Zwischenzeit, wie das Wasser gekocht hat. Also egal, ach, fürs Thumbnail brauche ich jetzt noch den Teller. Ich brauche die Tüte. Dann müssen wir das mal so da reinhalten. Das soll dann das Thumbnail irgendwie sein. Und jetzt müssen wir es natürlich noch probieren. Mal gucken, ob die scharf sind oder ob die einfach nur mega köstlich sind. Die Jalapeno Cheese haben mich ja ein bisschen enttäuscht, weil die halt mega scharf waren, aber irgendwie der Geschmack auf der Strecke geblieben ist. Hier ist leider auch gar keine Anzeige dabei. Der Bulldog Fire Level ist nicht angegeben. Deswegen müssen wir das jetzt einfach mal probieren, um zu schauen, wo wir die einordnen können. So, komm her. Wir drehen es doch ein bisschen. Eine Gabel zum Probieren für den Geschmack. Ich wollte gerade sagen, das hat irgendwie ein bisschen was Zimtiges, was Weihnachtliches. Also schmeckt irgendwie weihnachtlich. Ich weiß nicht, wenn ich das esse, habe ich Weihnachten im Kopf. Kann aber auch nur an mir liegen. Vor allem ist es schön saftig. Also die Soße ist richtig toll. Es ist alles nicht zu trocken. Da sind schöne feuchte Nudeln mit Soße dran und mit Geschmack. Wirken auch etwas milder, natürlich, als die Jalapeno Cheese. Und geschmacklich einfach richtig genial. Also, ich werde jetzt den ganzen Teller essen und dann nochmal gucken, wie sich das entwickelt.
und was wir dann für eine Lehre daraus ziehen können. So, der Teller ist jetzt theoretisch leer. Da ist trotzdem immer noch viel Soße drauf. Da könntest du noch was nehmen und könntest das aufsaugen. Der Samyang-Lippenstift ist trotzdem ein bisschen da. Aber du merkst schon, die sind wirklich milder. Bei den anderen habe ich wieder Schluck aufbekommen. Die haben ja wirklich alles weggebrannt. Hier steht der Geschmack im Vordergrund. Die Schärfe ist trotzdem da und präsent. Das ist eine super geniale Kombination, muss ich sagen. Wir hatten schon mal die Samyang Buldak Korn in der gelben Tüte, die ja so eine Buttermaisnote haben sollen, die auch etwas süßlich sein sollen. Die waren so speziell, dass ich gesagt habe, boah, einmal geht, nie wieder. Mittlerweile vermisse ich die, hätte die gern auch nochmal gegessen. Aber was bei dem anderen zu speziell war, wegen der Süße, kommt hier richtig gut. Im Mischverhältnis passt das. Das leicht Süße, das Scharfe dazu. Das Präsente, der Geschmack, das ist ein richtig starkes Samyang Buldak Gericht. Müssen auch relativ neu sein, also so lange darf es die wahrscheinlich noch gar nicht geben. Ich kann die empfehlen, also wenn ihr die mal seht, Samyang Buldak, Korean Fried Chicken, Sweet and Spicy, süß und scharf. Dann holt euch die, ich bin froh, dass ich jetzt noch 3 Päckchen habe. Würde ich auch mit Habanero Lime auf einer Stufe sehen, würde ich mir den Cheese auf einer Stufe sehen, sind so bestimmte Sachen wie Rosé, die ich einfach übelst gern esse, wo es halt natürlich auch andere Sorten gibt, wo man sagt, naja, das ist gar nicht meins, wie Kimchi zum Beispiel, das passt mir gar nicht, dieses Säuerliche durch den Kohl ist nicht meins, aber da bin ich echt überrascht, nach dem Flop vom letzten Mal, diesmal so ein geniales Samyang-Beutelchen in den Händen gehabt zu haben. Kennt ihr die Sorte? Schreibt es mal rein. Ansonsten war es das mit dem Samyang Sunday. Wir haben noch etliche Sachen im Schrank. Die müssen noch getestet werden. Mal gucken. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Ciao.